Mein Hase, die Ware ist noch nicht fertig. Guten Morgen. Wir haben es 5 vor 8. Ja, oder besser gesagt, buongiorno. Ja, 5 vor 8. Geht denn gleich los? Er sagte, ich soll um 8 klingeln kommen. Dann komme ich doch um 8 klingeln. Da kenne ich ja nichts. So, ganz schnell laden gleich, aber ganz schnell laden. Und dann ganz schnell in Urlaub. Aber ganz schnell. Ach so, das wollte ich doch gucken. Ja, ich habe auch einen ganz tollen Platz gehabt. Hier im Gewerbegebiet. Und die Pizzeria, die hier eigentlich ist, ja, die hat zu. Die hatte gar nicht auf gestern. Ja, hier habe ich gestanden. Da drüben ist die Firma. Und da drüben wäre die Pizzeria gewesen. Aber wie gesagt, die hat zu. Nützt ja nichts. So. Jo, auch zu. Apple hat auch keiner geklaut. Oh, ja, dann kannst du ja gleich losgehen zum Laden. Oma um die Ecke bitte. Jawohl. Oh. Frisch ist es. Wir haben nur 3 Grad haben wir. Ja. Es ist mir warm. Oh, ja, fertig geladen. Hat auch nur eine Stunde gedauert. Herrlich. Ach, so muss das sein. Und es ist Palettenware. Ich habe eigentlich damit gedacht, dass von oben geladen wird irgendwie. Aber nö. Wurde nicht. Wurde nicht. Waren Paletten. So, dann rufen wir in der Firma mal an. Na, das einzige Nervige war eben das Rückwärts wieder runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. So, dann rufe ich die zarte Elfe mal an. Und gehe jetzt ab nach Hause. Krümmelbergroute. So, Leute. Meine erste Zigarette heute. Die habe ich mir aber auch gegönnt nach der ganzen Borderei. Ja, denn ab. Denn ab. Udine, Villach, Salzburg, München. Ziel ist für mich heute Hilpoltstein oder Nürnberg.
Lief doch. Oh. Lief doch bis jetzt. So, Hunger hat er. Es ist 14:45. Jetzt gibt es erstmal Essen. Und zwar McDonald's, was auch sonst. Weil mit nur einem Magen lässt sich immer ganz schlecht fahren. Aber immer ganz schlecht. Mein Futter, Rollo läuft auch. Mir geht das andersrum. Rollo läuft auch. Und ich will mir jetzt was zu essen gönnen. Wo ist denn mein Trinken da? Ich will mir was zu essen gönnen, zwei mehr Grip. Und was habe ich denn da drin? Zwei mehr Grip und ein Royal Käse und hier drin ist Eistee. Genau. Und das will ich mir jetzt einverleiben. Jawollo. Jawollo, so macht er das. München. Aber wir hinter uns gelassen. Hat ein bisschen gestockt. Es lief nicht immer stramm durch, aber es lief. Aber es lief. Besser wie in Richtung Süden, weil da geht nämlich auf glaub, knapp 20 Kilometern nichts mehr. Aber gar nichts mehr. So, es sind jetzt noch 856 Kilometer. 3 Stunden kann ich noch fahren. Also es sollte dann morgen klappen. Wenn jetzt nichts so passiert. Ja. Es lief. Es lief total, total super. Was mir so ein bisschen quer im Magen liegt gerade, sind die Burger. Ich hätte das mal vielleicht lassen sollen. Ja, Sonnenbrille habe ich jetzt nicht nur auf wegen meiner Migräne. Die habe ich auch auf, weil die Sonne tatsächlich scheint. Bei 7 Grad. Mm. Das sind auch die einzigen Probleme, die Deutschland hat. LKW-Überholverbot. Wart mal auf, und das zieht sich durch. Und das zieht sich durch bis keine Ahnung. Kein Wunder, dass sie das hier in München rum immer staut. Wir sind gerade auf einer vierspurigen Autobahn. Und ganz wichtig, LKW-Überholverbot. Das ist das Wichtigste in ganz Deutschland. Feierabend, Autohof Münchberg. Ich bin ja fast aus einem Wolken gefallen. Die nehmen hier 15 Euro fürs Parken. 15 Euro. Krass. Echt krass. Aber für mich ist aber auch gleich schon Matratzenhorchdienst. Weil um 4 geht es weiter. Wir haben es jetzt 7:30. Ja, nochmal schnell die Blutdrucktablette. Herrlich.
Aber wisst ihr, was noch herrlicher ist für mich heute? Ich habe vorhin mit Thomas telefoniert, mit einem Kiepenkerl, 3 Stunden. Und zack. Und der kam, der hat mich auf eine Idee gebracht, wo ich schon lange wieder mal wieder Durst drauf habe. Wo ich echt lange mal wieder Durst drauf habe. Heineken, Prost. Da habe ich echt seit langem mal wieder Bock drauf. Herrlich. Ja. Morgen früh um 4 räumen wir hier vom Gehöft. Morgen früh um 4. Wenn alles gut läuft, sind wir gegen Mittag. Ja, um und bei gegen Mittag in Kiel. Aber das sind wir morgen. Nicht mal heute. Guten Morgen. Wir haben es kurz nach 3. Müll wegbringen. Irgendwie in einem Mülleimer. Der ist voll. Ist der hier genauso voll? Nee, der nicht. Weil der andere quillt so ein bisschen über. Und was braucht? Und morgen ist Kaffeewasser. Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich in T-Shirt rumlaufe, dass es hier so mega warm ist. Nee, ist es nicht. Aber ich war mir zu faul, einen Pullover anzuziehen. Ich habe mich auch noch gar nicht weiter angezogen. So, Kaffeewasser. Ach du Scheiße. Okay. Der Stoffer, hä? Ich dachte eigentlich, hier die Wasserkennzeichen ja komplett voll gemacht. Aber anscheinend ja doch nicht. Wasser haben wir. Oh. So. So, und bezahlen gehen. Bezahlen gehen muss ich gleich auch noch. Aber jetzt setze ich erstmal Kaffee auf. Das ist erstmal das Wichtigste, weil. Ja, ohne Kaffee wisst ihr ja, ne? Ach ja. So. Kilometer noch bis Kiel und dann sind es noch. Knappe 60 bis Schwartau.
So, auf dem Weg machen wir uns jetzt. Leute, ihr habt tatsächlich für 9 Stunden Pause 15 Euro bezahlt. Ich habe gedacht, ich habe es für einen Witz gehalten. Nein, ich habe tatsächlich 15 Euro bezahlt. Eurorastpark. Finde ich schon krass. Gut, 10 Euro Gutschein im Restaurant. Aber als ich da gestern gesehen habe, ein Restaurant, und dann habe ich eben einfach so gedacht, ich hole mir einen Kaffee. Nee, danke. Also denn bleib dann lieber doch bei mir selbst. Ja, du stehst hier, klasse, Alter. Mensch, Jung. Ja, scheiße. Siehst du, das habe ich nämlich gedacht. Das komme ich hier nämlich nicht rum. Weil er da hinten so intelligent steht mit seinem Autotransporter. Oh, nee, ey. Heftig. Tja. Ja, das ist auch wieder Parken auf hohem Niveau, ne? Hier sind genug Lücken frei gewesen. Er steht da hinten in der Ausfahrt. Oh, 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 oh. Naja. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Es geht jetzt Richtung Kiel und danach geht es in Richtung Urlaub, eine Woche. Ich weiß, wie viel ist eine Woche, nicht viel. Mir reicht eine Woche. Es ist ja auch nur wegen Führerschein verlängern. Hauptsächlich, wenn es denn klappt. Oder geklappt hat. Wir werden es ja wissen. Oder wenn dieses Video läuft, wissen wir es ja schon. So. So, ab über Piste. In Richtung Heimat, in Richtung nach Hause. So, und somit habe ich auch mein Disponentenstäbchen geschlagen, weil wenn nichts mehr passiert, geht der Trailer heute noch aufs Schiff. Wenn heute nichts mehr passiert. Wir werden sehen. So in guten 7,5-8 Stunden wissen wir es. To the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. Morgen, Leute. Müller, er ist seit 4 unterwegs, also du schwächelst. Früher hast du überhaupt nicht geschlafen, da wärst du gleich weitergefahren. Ah, du bist alt, mein Freund, du bist wirklich alt. Ich muss mal mit Müller reden, dass er dir eine Strickjacke schenkt. Da könnt ihr euch eine Rentnerbank am Nord-Ostsee-Kanal suchen. Alter, pass mal auf, mein Freund, ne? Nur weil du nicht schlafen kannst, ne? Pass auf, du. Pass auf, du, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo dein Haus steht und so. Ja, aber dafür gibt es eine kleine Planänderung. Ich brauche den Trailer selber nicht nach Kiel bringen, weil er geht mich heute gar nicht mit dem Schiff raus. Nein, ich fahre direkt nach Schwartau. Ha! Ich würde mal sagen, das riecht nach einem frühen Urlaub. Würde ich mal sagen. Ja. Ja. Guten Morgen, Ingo. Ja, Leute,
Habt ihr gehört, ne? Also ich fahre nicht nach Kiel, ich fahre direkt nach Schwartau auf den Platz. Den Trailer bringt ein anderer Kollege hoch, weil er wird heute nicht mehr verschifft. Ich hätte es zwar geschafft, aber nö. Die haben den Trailer umgebucht gestern und ich habe ihnen das gestern gesagt, ich schaffe das. Naja, egal. So, 39 Minuten Fahrzeit noch. Gleich mal irgendwo hier auf der 189. Oder ich fahre ja gleich auf die 189. Bin ich auf der 189? Ich bin auf der 189. Genau, und ich fahre hier gleich weiter die 189, richtig. Gleich mal eine Tanke suchen. Zum Pause machen, aber da kommen ja noch genug. Das ist ja das Gute. Oh, der Aldi-Bomber fährt sich da vorne was zurecht. Ne? Der fährt mal 70, dann fährt er mal 55, dann fährt er mal 50. Na gut, ich habe ja nun keine Eile mehr. Kann das Ganze ja entspannt angehen lassen. Ganz entspannt. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as ja, dreiviertel Stunde Pause Osterburg. Genau. Ah, war gerade auf Schiedhus. Auf Scheißhausen war. Und? Essen. Frühstück. Wir haben. Wie viel sind das jetzt? Ja. 5 vor 9 haben wir es. 5 vor 9. Und ich brauche mich jetzt auch gar nicht mehr so beeilen. Wie schon gesagt, ich soll ja direkt nach Schwartau kommen. Ja. Dann machen wir das doch. Ja, und ach so, eine neue Sonnenbrille habe ich mir auch gegönnt. Die ist aber nicht für die Arbeit. Für die Arbeit habe ich hier meine Road 66. Das ist eine Onkel Sam. Die habe ich für zu Hause. Oder nehme ich für zu Hause. Aber ist ja. Ist ja egal. Ich muss das Auto ja eh aus. Oder räume das Auto ja eh aus nachher. Deswegen sollte es, glaube ich, auch so früh da sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber jetzt werde ich mir erstmal die beiden Frikadellen einverleiben. Ich habe nämlich Hunger. So, und von hier müssten das noch 3, 3,5 Stunden sein ungefähr. Er fragte mich vorhin noch, wie viel Fahrzeit ich noch habe, wenn ich da bin. Viel wird es nicht mehr sein. Deswegen. Das riecht verdächtig nach Frühfeierabend und früh in den Urlaub. Schauen wir mal. Aber das werden wir ja schon gewusst haben und so. Haben, werden, tun. Ihr wisst warum. Ja. Egal. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy to win. And plenty, I like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. Home sweet home, Heimat, zu Hause oder wie man es auch nennen mag. Obwohl noch nicht ganz. Schwartau. Schwartau. Wir haben es jetzt 10 nach 12. Das meine ich schlecht in 6 Stunden. Nee, gar nicht wahr. Da bin ich losgefahren um 4, ne?
Ja, aber dann doch ein bisschen länger. Um 4, 8 Stunden. 8 Stunden Arbeitszeit zumindest. 7 Stunden 15 bin ich jetzt gefahren. Vom Mönchberg aus. Ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. Dafür, dass Verkehrschaos erwartet wurde, ging es eigentlich. Obwohl der Verkehrschaos wird so Richtung Dänemark sein. Gehe ich mal von aus. So, hat Mille schon so angekündigt, dass, weil ihr wollt alle nach Dänemark. Ich weiß gar nicht, was ihr alle in Dänemark wollen. Das ist genauso wie gestern, hatte ich mit Thomas telefoniert, mit Kiepenkerl. Da war wohl so ein Chaos auf dem Brenner, also Richtung Gardasee. Wo ich dann so auch gesagt habe, ich sag, so warm ist das da noch gar nicht. Ich sag, nachts ist es genauso kalt wie bei uns. Ich hatte da in Cividale, hatte ich auch -4 Grad nachts. Also so warm war es ja nun auch nicht. Oh Leute, ihr kommt in ganz blöden Abständen hier. Also deswegen, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, was es so alles so in die Urlaubshochburgen zieht. Mich brauchst du nicht angucken, guck nach vorne. Achso, jo, wenn er wartet. Wenn er wartet, dann fahre ich doch einfach. Jo. So, noch zweimal abbiegen. Dann sind wir in der Firma. Mal heuchen, mal heuchen, mal heuchen. Vielleicht hat er ja ein Einsehen und schickt mich schon nach Hause. In den Urlaub. Schauen wir mal. Es ist ja immer wie ein Umzug in der Wohnung, ne? Es ist immer wie ein Umzug aus der Wohnung. Aber das Gute ist, jetzt kann man endlich auch mal Sachen entsorgen, die man nicht mehr braucht unterwegs. Weiß auch keiner, wann ich wiederkomme, ne? Und der Arzt natürlich Dienstag sagt, immer noch nicht. Denn immer noch nicht. Gut, ne? So ist das. So. Oh, 1,88, sauber. Oh, oh, oh. Naja, wenn sie den Cent nicht haben will, dann bekommt sie den halt nicht, ne? So, nochmal schnell zum Mediamarkt. Und dann geht's nach Hause. Und dann den ganzen Scheiß, den ihr da hinten seht, alles hochschleppen. Irgendwie scheiße, aber irgendwie muss das auch sein. So, und ich tue jetzt mal, was verboten ist. Kommt da einer? Nee. Also darf ich das jetzt hier nicht machen, einfach rüberfahren, aber ich tue es jetzt mal einfach. Ich bin mal so rotzfrech. So, ist hier irgendwo noch ein Parkplatz hier unten. Nee. Das ist immer doof. Schwein muss ein Mensch haben. So, dann flitze ich jetzt mal kurz zum Mediamarkt rein.